Ja, hallo Leute und ein herzlich willkommen zu einer neuen Folge Counter-Strike. Jeden Dienstag kommt eine Folge CSGO und wir zocken jetzt gerade auch, also wir zocken jetzt auf der Karte Zoo. Ich muss es kurz auswählen. So. Und ja, soweit ist dieser Plan jetzt fertig gemacht, dass jetzt einmal in der Woche ein Let's Play kommt namens CSGO. Ja, Mittwoch kommt gar nichts. Donnerstag kommt Minecraft, Freitag kommen Livestreams und Sonntag kommt Fallout. Ja, ich schaffe das zeitlich alles nicht. Deswegen haben wir einen, ja, einen Notfallplan erstellt, weil ich so viele Stunden habe in der Schule. Das ist schon krass. Deswegen kommen, wie viele Videos jetzt? Drei Videos in der Woche plus ein 4-Stunden-Livestream jeden Freitag. Ist doch eigentlich ganz in Ordnung. So, ich nehme jetzt gar nichts. Ich habe noch kein Geld. So, weiter geht's. Ja, die Folgen werden so 15 Minuten lang sein, wie immer. Aber dazu kommt noch ein Infovideo am Mittwoch. So, oh. Meine Güte, warum sterben die nicht? Meine Güte. Ah, es geht. So. So, wir haben gewonnen. Erste Runde. Jetzt geht's zur zweiten Runde. So, B. Nehmen wir die F90. Ja, und soweit ist alles soweit gut. Viele Stunden habe ich, deswegen auch kaum Zeit, deswegen versuche ich alles, dass wir die 100 Videos knacken. Was macht der denn da? Spacken. Der ist auch. Mann, seid ihr duschen. Ah. Ah, oh, Mist. Ah. Weiter geht's. Ha, der war gut. So, nee, und CSGO kostet 19,99 € bei Steam. So als Info nochmal kurz. Ja, und bald knacken wir die 100 Videos. Dazu 31 Abonnenten finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Eigentlich hätte ich mir 50 Abonnenten gewünscht, aber ist ja nicht schlimm. So, ich habe 7 getötet. Ist eigentlich ganz viel. MB, ja, Gewehr tun wir jetzt mal kaufen. Das ist das, ja, super. Ja, bald kommt Minecraft im Server. Da habe ich einen Premium-Account erstmal, ja, angemietet, kann man so sagen. Von meiner Familie ein Minecraft Launcher und deswegen können wir auch Premium zocken. So, hier müsste einer sein. Ja, wir wissen es jetzt. Da ist keiner. Wir sind Terroristen, oder? Die Bombe sehen. Ja, heute rede ich nicht so viel. Ma, es sterben alle. Ah, Scheiße! Bam, tot. Ja, wir haben gewonnen. Haha, ihr nicht. Ja, und bald werden wir auch ein Spezial machen, weil wir ja 100 Videos geknackt haben. So wie die fast 6000 Aufrufe. Außer die Abonnenten, die feiern wir leider nicht. Doch, 31 Abonnenten finde ich eine stolze Abonnentenzahl. Ich habe gedacht, ich bekomme nur 5 oder 6, aber 31 finde ich auch schon sehr viel. Mein Wunsch wäre,
dass ich Ende des Jahres noch 50 Abonnenten knacke. Der ist tot. Ma, was machen die da? Ihr Scheiße. Hopp. Ah, der ist tot. So, wenn ihr mich rauschend hört, dann überarbeite ich das. Dann liegt es an meinem Mikrofon. Ich kaufe mir ja nächste Woche oder übernächste Woche ein neues. Wenn das iPhone... Ja, ich will mir bald noch ein neues iPhone kaufen, neues Handy. iPhone 6 sein. Nicht mehr mein HTC. Doch, das benutze ich jetzt als Schulhandy, aber als privates Handy werde ich dann bald das iPhone 6 nutzen. Habe ja das iPhone 4S. Bin mit diesem Handy zufrieden, aber ja, ist schon sehr alt und iOS 9 wird auch darüber laufen, aber trotzdem, das Handy ist einfach langsam und das hat seine Jahre jetzt gedient. Deswegen wird das iPhone 6 bald kommen, aber ich werde auch nicht meinen PC aufrüsten, weil das iPhone 6 viel zu teuer ist und ich möchte gerne ein iPhone haben, weil da meine Programme drauflaufen, die ich brauche. So wie mit der Schule und dies und jenes. Da haben wir so ein spezielles Programm dafür. Also für meine neue Schule. Und deswegen bräuchte ich dann das iPhone 6. Weil jetzt 5S ist ein bisschen... Ja, das wird dann nächstes Jahr lahmarschig sein. Deswegen direkt das iPhone 6. Das 6S werde ich mir nicht holen, das bald rauskommt im September auf der WWDC, glaube ich, heißt das, war WWDC, keine Ahnung. Ja, dann kommt bald ja auch, was kommt denn noch bald? Ja, dann kommt bald noch ein neues Projekt mit dem The Yuli Man und mit dem Tommy, oder der heißt ja jetzt iPhone oder anders jetzt, ja, aber das werden wir noch überlegen. Das wird ein neues Projekt sein, dass wir bald ja kein Survival machen, sondern einfach Sachen aufbauen. Also Häuser bauen, sowie Lager, Wohnungen und dies und jenes. Und ich bin ja so ein richtig guter Bauer von unserem Team. Deswegen darf ich auch mitmachen mit dem Premium-Account. Vielleicht können wir ja auch einen aus der Community auswählen. Aber das müssen wir nochmal bereden. Ja, vielleicht als Gewinnspiel sowas in der Art. Kann ja sein. Ja, zum Map Essen kann ich auch ganz viel sagen. Ich mache das einfach jetzt mal alle Themen jetzt hier rein. Map Essen hat jetzt insgesamt 50 gefällt mir auf Facebook bekommen. Nochmal ein Dankeschön nochmal. Bin sehr froh, dass ich 50 gefällt mir habe. Ja, okay, hört sich sehr wenig an, aber für das Projekt finde ich ja schon sehr viel. Dieses Projekt ist noch gar nicht auf den Markt. Das ist ja noch in, ja, Work in Progress. Aber ich finde es einfach eine klasse Leistung. Und das Projekt wird im, wann kommt das nochmal raus? Im Oktober, wenn alles gut läuft, rauskommen. Und boah, dann bin ich sehr stolz, was ich geleistet habe. Jetzt muss dieser John sterben. In 30 Sekunden. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Dankeschön. Ja. Das kommt jetzt Dienstag heraus. Ich nehme das jetzt alles auf Montag auf. Weil am Montag habe ich sehr viel Zeit. Aber ich habe ja heute... Bei mir sind heute 3 Stunden ausgefallen. Deswegen habe ich heute ein bisschen mehr Zeit, dass ich auch nochmal für nächste Woche aufnehmen kann. Also 2 Folgen von CSGO, 2 Folgen von Minecraft, 2 Folgen von Fallout. Wenn ich Lust habe oder wenn ich keine Lust habe, dann nehme ich das heute nicht auf. Dann nehme ich das nächste Woche wieder auf. Aber so finde ich den Programmplan sehr gut. Wie ihr das findet, könnt ihr das mal in den Kommentaren reinschreiben. Ja. Ja, soweit nervt mich mal mein Kollege, auch ein YouTuber-Kollege, der schreibt mich immer um 7 Uhr an und sagt so, schreib mich mal an, schreib mich mal an, schreib mich mal an. Boah, es regt einen auf und der wird bald blockiert auf WhatsApp und auf Facebook.
Und deswegen. Ich habe auf diesen Menschen einen Hass. Also kein Hass, sondern, wie kann man es so sagen? Oh. Ah. So. Ich habe auf diesen Menschen keinen Hass, sondern ich meine so einen Hasskick, weil er mich einfach anschreibt um 6 Uhr, 7 Uhr am Wochenende. Auch wenn der ein Frühaufsteher ist, muss er mich nicht anschreiben, weil ich da schlafe noch. Und er, welche Klasse geht der? Keine Ahnung, muss man den Julian fragen. Ich glaube, der geht in der 9. oder der 8. Und ich gehe in der 10. Und ich brauche meinen Schlaf auch auf dem Wochenende. Weil Lernen ist schon sehr anstrengend. Ja, ihr denkt, da muss nicht so viel lernen. Doch, ich muss sehr viel lernen. Für die zentrale Abschlussprüfung. Das ist schon eine harte Sache. In Mathe, Deutsch und Englisch. Und was war noch? Ich glaube, Chemie gehört auch noch dazu. Nicht? Boah, jetzt musste man sterben. Ach, da war der doch. Ah, komm jetzt, geh. So, gewonnen. Und ja, wenn dieser Mensch mich anschreibt um 7 Uhr oder 6 Uhr, ich habe keinen Schlaf. Ich brauche meinen Schlaf. Ohne Schlaf, komme ich nicht weit. Weil er mir nicht gerädert. Ich bin dann in der Schule gerädert und wenn er mich nochmal weiter anschreibt und mich so weit bedroht mit Sachen, dann werde ich diesen Menschen anzeigen und er kann mich gerne anzeigen. Ich sage diesen Namen nicht, wie er heißt. Er kann mich ja gerne anzeigen und mich ja gerne auf jeden Server ja bannen, wenn er Lust hat. Aber er schafft es nicht, weil ich den Namen nicht sage. Den Namen habe ich nur meine Familie gesagt, meinen Kollegen, den Juliman. Und soweit, ich habe den Juliman, also den Julian, gesagt, dass er den Namen nicht weiterleiten darf, sondern nur in meiner Familie oder so bei mir den aussprechen darf. Soweit, vielleicht will der das Thema auch nochmal besprechen in einem YouTube-Video. Ja. Ich werde das auch nochmal bereden in einem YouTube-Video. Ich weiß nicht, wann das alles rauskommt. Ich habe kaum Zeit und das meine ich jetzt ganz im Ernst. Ich kann ja mal ein Foto schicken von meinem Stundenplan. Es ist einfach nicht lustig. Ja, aber der Junge, der ist einfach nur. Ich weiß nicht. Also, ich will ihn ja nicht beleidigen, aber ich finde, dass der einfach nicht mehr normal in seinem Hirn ist. Und normal ist er dann hier nicht. Ja, er kann ja gerne in den Kommentaren reinschreiben und mich bedrohen, dass seine Community mich disliked. Kann er ja gerne machen. Aber bringt ihn auch nicht weit. Ich werde weitermachen. Mir egal. Es gibt auch Hater, das verstehe ich auch. Es gibt, ich bei manchen Video bin ich auch ein Hater, gebe ich selber zu. Da gebe ich einen Dislike und dann gebe ich einen Kommentar ab, warum es mir nicht passt. Aber zu disliken und einfach nichts zu schreiben. Und zu sagen, hö, ich habe ein Dislike gegeben, bringt das auch nichts. Und so ist es halt. Ja, aber manche Menschen verstehen das nicht. Alle, die disliken, ist in Ordnung. Wenn die ein Dislike geben, dann weiß ich, okay, denen gefällt es nicht, ich verbessere es. Aber ohne Community, also die Community, die nicht schreibt, bringt ja nichts. Ich kann ja nichts verbessern, wenn ich kann ja keine Köpfe hier reinsehen. Das geht leider nicht. Oder ihr sagt die Adresse, dann komme ich vorbei. Und dann, kann ich ja mit euch das bereden. Nee, aber zu bedrohen, dass ich nicht mehr schreiben, also ich soll den anschreiben und wenn er mich bedroht, dass ich, wenn ich ihn nicht anschreibe, meine Community kaputt macht, finde ich das einfach nur albern und kindisch von dieser Person. Und das ist so. Und wenn er so weitermacht, wird er angezeigt. So, und wenn er das jetzt verstanden hat und jetzt mich wieder auf WhatsApp anschreibt und sagt so, lösch das Video. Nein, ich mache das nicht. Ich habe keinen Namen gesagt. Er kann das gerne an YouTube melden. Ich bekomme eine E-Mail von YouTube und ich habe diesen Namen nicht gesagt. Ich gehe mal lieber zurück. So. Oh, da war noch einer. Nee, aber soll er das dann, soll er das YouTube-Video
sagen und dann lache ich mich kaputt. Und der Julian, der ist an meiner Seite, er sagt so, ja, du hast vollkommen recht, Gerrit, du hast vollkommen recht. Ja, und der Julian ist leider nicht da, der ist noch in der Schule. Und ja, ich finde es einfach albern von diesem Kind und soll er das seiner Mama sagen, kann gerne vorbeikommen. Ich habe das auch meine Eltern gesagt, was dieser Junge will. Ich wollte ja gerne ein Intro von ihm haben und ich sollte von meiner Freundin ein Bild schicken. Was ist das für ein Mensch? Ich darf jetzt das jetzt nicht sagen, sonst müsste ich dieses Video unter 18 einstufen. Nee, darf ich leider nicht sagen. Aber wenn ihr mich jetzt versteht, er soll lieber andere Videos angucken, dann im Internet. Und nicht meine Freundin. So. Ich finde es nicht gut, ich finde es albern. Ich finde, ihr könnt ja gerne Kritik abgeben. Ihr könnt gerne auch Dislikes geben von der Community, von diesen Menschen. Ich finde es einfach dann nur albern, wenn ihr das dann durchsieht. Dann hört hier einfach ihn zu und das ist dann wie ein Hund dann. Also ihr hört dann auf diese Menschen, aber ihr seid ja keine Hunde. Ihr seid ja Menschen. Ihr müsst ja eure Meinung mir sagen und nicht von einem anderen Menschen die Meinung sagen, weil dieser Mensch kann es selber lösen. Das wollte ich nochmal kurz sagen. Wenn einer euch sagt, dass ihr ein Dislike mir geben sollt, sagt diesem Menschen, dass er nicht mehr normal ist. Ja, das war's mit dieser letzten, also mit dieser letzten, nein, das war ein Scherz, mit dieser Folge am Dienstag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bei Minecraft. Ja, lasst euch nicht von anderen Menschen einschüchtern. Sagt was zu den anderen Menschen, sagt eure Meinung und wenn es euch nicht passt, dann sagst diesen Menschen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag und wir hören uns bei Minecraft oder im Livestream bei also switch.tv/theskeyman3000 und ich wünsche euch nochmal viel Spaß und hört auf euren Herz oder auf euren Bauch oder euren Kopf. Tschüss.